Man sieht sich immer zweimal auf dem Weg zum Super Bowl für die Los Angeles Raiders. Dieses Matchup gegen die New York Jets gab es schon mal in Woche 6 der Regular Season. Dort konnten die Silver and Black sich auch schon das Match für sich entscheiden. 10 zu 6 ging das damals aus. Nun ist es ein neuer Anlauf. Es geht um viel, viel mehr. Es geht nämlich um den Einzug ins AFC Championship Game. Mein Name ist Mr. Wildstyle. Der kleine Kasten ist auch wieder mit dabei bei dem ersten Video von Zweien in der Divisional Round der NFL Playoffs hier bei Tecmo Super Bowl. Und nach einer langen Zeit haben die Raiders endlich Land gesehen und sind in die Divisional Round der Playoffs gesegelt. Der nächste Halt auf dem Weg zum Super Bowl ist mal wieder das Meadowlands Stadium hier in East Rutherford, New Jersey. Die Jets werden diese Divisional Round Begegnung zwischen dem Sieger der AFC West und den New York Jets, die ja in der letzten Woche durch die Wildcard gecruised sind gegen die Dolphins. Dan Marinos schlechteste Leistung bis jetzt. Und wir haben nicht mal das Jahr 1999, sondern 93 beziehungsweise 94. Ja. Ja, trotzdem aber immer noch einer der besten Quarterbacks. So, 5-Yard-Loss direkt. Man beginnt mit einem krachenden Sack gegen Boomer Esiason. Und wer ist es? Natürlich ist es unsere Raiders-Legende, der Defensive Tackle Howie Long, der Leader bei den Sacks in der NFL. Und wenn die Raiders dieses Match verlieren würden... Oh, Achtung! Fumble. Gleich Fumble. Im zweiten Play, den Fumble, aber der wird von den Jets recovered. Boah, Glück gehabt. Court-Napping, die Defense ist sofort hellwach. Und die Jets sind hier völlig auf dem falschen Fuß aufgestanden. Third and 22, der Ball ist overthrown. Chris Burkett, the intended target, der ist incomplete und so schnell wie das Match angefangen hat, ist der Ball auch auf den Seiten der Silver and Black, die hier unbedingt in das Championship Game einziehen möchten. Denn in der echten Saison ist man ja in der Divisional Round gescheitert. Genau, stimmt. Gegen die Buffalo Bills nämlich. Genau, man hatte vorher das Wildcard-Match gegen die Broncos gewonnen. In der Divisional Round sind sie dann an den Bills gescheitert. Wir wollen natürlich, soweit es geht, schauen, dass wir all the way gehen. Am besten noch mit der Trophäe im Gepäck. Aber das ist noch ein weiter Weg. Da sind noch einige nervenaufreibende Spiele bis zum Super Bowl im Georgia Dome. Währenddessen hier der erste Play von Jeff Hostetler. Ein Handoff auf Gaston Green. 1 Yard Gain. Second Down für die Raiders. Und vor allem das Einzige, was man als Footballspieler und als Coach und auch als Owner im Kopf haben muss, ist der nächste Spielzug. Alles andere ist unwichtig. So, das ist ein Handoff direkt auf Gaston Green. No gain on the play. Die erste Third Down Situation kommt auch hier ziemlich schnell für die Raiders. Und es ist mittlerweile ja eigentlich komplett in der NFL bekannt, was man macht. Okay. Warum geht da der Cornerback nicht zu Tim Brown hin? Weil er schläft. Ein Monsterfehler vom Cornerback. Lass es Eric Thomas gewesen sein, der da nicht bei Tim Brown bleibt, obwohl man es eigentlich hätte riechen können. Touchdown Raiders! Und der Kick, der Point After, ist ebenfalls komplett. Eine schnelle Führung, eine frühe Führung für die Raiders hier in der Divisional Round gegen die New York Jets. Aber das hat man auf den Cornerback zuzuschreiben, dass er da nicht bei Tim Brown bleibt, sondern direkt mal die Route zurückgeht. Und das hat der Hostetler gesehen. Jetzt ist nochmal ein Fumble. Die Jets sind nicht wach. Die Jets sind gar nicht anwesend. Wo sind die von der letzten Woche? Gegen die Dolphins, das ist eine komplett andere Mannschaftsleistung. Vielleicht war ja das, was wir letzte Woche gesehen haben gegen die Miami Dolphins, einfach nur ein One-Hit-Wonder. One-Game-Wonder. Würde mich überraschen, denn gegen die Patriots ist das auch ziemlich krachend ausgegangen. Da haben die Jets ja, kannst du dich noch erinnern? In der ersten Bye-Week, die Raiders hatten, da hatten wir ja das Match gegen die Patriots von den Jets. Das ging immer gut aus. Oh, der ist complete. Und der nächste All-Star-Receiver der Raiders erhält einen Touchdown, und zwar James Lofton. James Lofton, former Bills-Receiver, jetzt mit dem zweiten Touchdown direkt die Jets mal bestraft. Nach diesem Fumble beim Kickoff-Return
Der nächste Touchdown drin. Es wird schwer für Boomer und seine grünen Männerchen. Und weit. Hier wieder ins Spiel zu kommen. Gerade zwei Touchdowns im ersten Quarter übrigens auch. Ah, stimmt. Wir haben ihn noch im haben ersten wir selten Quarter von den Raiders gesehen. Diesmal halten sie den Ball fest. First and 10 an der 16-Yard-Linie. Boomer Esiason mit dem Screen auf Johnny Johnson. Der ist komplett und er geht durch. Und er geht durch. Über die Mittellinie hinaus. Der schwarze Zug hinterher. Aber wird dann doch dementsprechend noch gestoppt. Allerdings in Raiders Territory. First and 10 wieder für die Jets. Der erste kleine Lichtblick für die New York Jets. Punkte machen ist wichtig hier. Der nächste Screen Pass. Das hat ja gerade eben schon funktioniert. Jetzt mittlerweile etwas weniger. 7 Yards, trotz alledem ein Gewinn für die Offense. Weil man nur noch 2 Yards für ein neues Paar Versuche zu gehen hat. Second down and 2. Was hat man gecallt? Auch hier wieder Toss auf dem Running Back Brad Baxter. Und da ist das First Down für die Jets. Man ist an der Red Zone. An der Red Zone. 20-Yard-Linie liegt dabei. 40 Sekunden noch sind im ersten Quarter. Wieder wird der Ball auf Brad Baxter. Und das ist ein Touchdown für die Raiders. Da hat gerade einmal die Kamera ausgesetzt. Ah, ja, stimmt, genau. Ich hab's nämlich auch gerade gesehen und mir gedacht, hä? Und da haben wir ein bisschen was verpasst. Aber. Ja, das, also ich kann's so auf jeden Fall sagen, wie weil wir auch neben den Monitoren noch das eigentliche Spielfeld zu blicken haben. Der Run über die rechte Seite. Keiner kam zu Brad Baxter hin. Deswegen ein wichtiger Touchdown für die Jets. Vor allem, wer denkt schon, dass man dreimal über die gleiche Seite rennt? Aber never change a working system, so wie es heißt. Ja, richtig. So, 12 Sekunden sind es noch im ersten Viertel hier. Ist es Raiders Ball. Der dritte Drive. Die beiden vorigen konnten in Touchdowns umgemünzt werden in weniger als 5 Plays, die wir gesehen haben. Von den Raiders. Jetzt wird hier nochmal ein bisschen was umgestellt. Man fängt jetzt schon an, so ein bisschen zugucken, zu experimentieren für die nächsten Spielzüge, für die nächsten Challenges, die hier uns in New York erwarten. Denn es wird beileibe nicht so einfach werden wie in Woche 6, wo die Raiders ja das Match mit einem Touchdown und einem Field Goal gewonnen haben. Vor allem, jetzt ist die Zeit, wo man wirklich alles rauspacken muss, was man. Go hard or go home, kannst du sagen. Handoff auf Gaston Green ist allerdings nur für ein Yard gut. Second down für die Raiders. Es ist jetzt wirklich die Zeit. Go hard or go home. Die Raiders hatten eine Woche Pause gehabt, konnten sich also in Ruhe auf die jeweiligen Gegner einstellen, auf die Jets oder dementsprechend, wenn es die Dolphins gewesen wären, die Dolphins. Das erste Mal, dass wir hier einen Sweep gesehen haben auf der Gaston Green, der ist gut für ein neues First Down gewesen. Mal schauen, ob es jetzt beim Running Game bleiben beim ersten Down oder doch mal etwas anderes rauspacken. So, ja, die bleiben beim Running Game, aber das haben die Jets gerochen. Es ist ein 3-Yard Loss nach dem Handoff bei dem Power Dive auf Gaston Green. Second Down and 12. Für die Los Angeles Raiders, die ja bald wieder nach Oakland zurückkehren sollten. Ah, bis dahin vergessen. Eine Saison sollte es ja noch bleiben in L.A. In der 95er-Season spielt man wieder im Oakland Alameda Coliseum. Achtung! Man in Coverage, Incomplete Pass, das nimmt man doch viel lieber als eine Interception. Aber weiter geht's hier mit der Third Down Conversion und das der Pro Conversion. Third and Long. So, jetzt geht, man kennt das, rechts raus, läuft noch ein paar Schritte vorwärts. Ball ist complete auf Tim Brown, der schon in der Endzone steht. Und das ist ein Touchdown für die Raiders. Too easy, wird sich Tim Brown hier denken. Und die Führung wird wieder ausgebaut, der alte Abstand wird wieder hergestellt. Jetzt muss nur noch der PAT London, Jeff Jaeger, Dead Center, Kick is good, 21-7, die Raiders mit einer komfortablen Führung hier. Kurz vor der 2-Minute-Warning, kurz vor der Halbzeit.
Jetzt muss die Offense nur so lange beschäftigen, dass es wieder, wie heißt, die Zeit runterläuft und man kann den Rest des Playoff-Games ganz gemütlich verbringen, aber auch nicht zu gemütlich. Wir wollen ja kein Comeback-Game erleben. Nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das hatten wir, glaube ich, einmal schon in diesem Projekt gesehen. War zum Glück kein Raiders-Game. War es nicht so mit den Seahawks? Ich meine, Patriots Seahawks, ne? Ja, genau. Ich glaube, das ich mein, war da, das. Ich meine, ja, das war es gewesen. Wir werden sowieso das Videomaterial nochmal durchscannen für den Fall der Fälle, denn wir steuern ja auf das Ende dieses großartigen Projektes zu. Third down and four, Screen, beziehungsweise ein Toss auf Johnny Johnson, aber der ist nicht über der First Down Markierung, nicht über die First Down Chain. Das heißt, Fourth Down and One. Man hätte ihn ausspielen können, aber man riskiert hier in der ersten Hälfte noch nichts. Der Ball wird gepantet und es gibt eine neue Chance für den Division-Sieger der AFC West. Und man nimmt hier den Ball für einen Touchback. Und man hat dieser landet an der 20-Yard-Linie, der Touchback. Mittlerweile haben sie dort auch die Regeln geändert, dass ein Touchback an der 25-Yard-Linie dann dementsprechend. Vor allem, weil die meisten Punt-Returns, beziehungsweise Kick-Off-Returns, halt, nein, ich, eigentlich durchschnittlicher für 20, 25 Yards gehen und dort gestoppt werden. Also hat die Regeländerung eigentlich am meisten Sinn gemacht. High Snap. Der Ball geht. Horsettler, Ball ist out of bounds. Zeit ist angehalten und eine weitere Third Down and Long Situation hier für die Gäste, die von der Westküste rüber gesegelt sind. Über den Panama-Kanal. Man hat eine große Route genommen. So, Third Down and Eight. Jeff Horsettler geht wieder nach rechts raus. Wieder ist Tim Brown dort völlig frei und der Ball ist complete. Pinpoint complete. An der 15-Yard-Linie, an der 16-Yard-Linie wird er dort gestoppt. 62 Yards für Tim Brown hier bei dieser Reception. Und ein Field Goal wird hier 8 Sekunden vor Schluss in dieser ersten Hälfte gekickt. Jeff Jaeger, eigentlich ein sicherer Kicker. Auch hier Dead Center. Drei weitere Punkte sind aufs Board gelandet. Somit ist es ein 3-Score-Game für die New York Jets, um hier noch die Championship-Hoffnungen auf das Championship-Game am Leben zu erhalten. So. Time is up. Wird der Punt-Return der Kickoff-Return, mehr gesagt, in die Endzone getragen, wird er nicht. Wir haben 4 Touchdowns in der ersten Hälfte gesehen. Wann haben wir das mal bei Tecmo Super Bowl? Keine Ahnung, aber es ist ein spannendes Spiel, beziehungsweise ein spannender Division-Run. Wir sind mal gespannt auf die Stats, wie die ausschauen. Bisher noch keinen Pass von Boomer Esiason, der an den Mann angekommen ist. Tim Brown hier auch wieder fast mit 150 Receiving Yards. Dazu fehlt ihm noch ein kleines bisschen. Aber ansonsten eine von den Statistiken her doch einseitige Geschichte. Man hat effizient agiert bei den Raiders. Gerade bei dem Fumble Recovery, der zum zweiten Touchdown geführt hat. Das war dead efficient. Aber es heißt ja nicht, dass wir schon durch sind und schon für das AFC Championship Game planen können. Es kann ja durchaus nochmal eine Kehrtwende geben. Das haben wir schon so häufig im Football gesehen, wenn man sich zu sehr auf seinen Lorbeeren ausruht. Das soll aber auf keinen Fall ein böses Omen darstellen. Und ich denke mal, der Head Coach Art Shell wird seine Mannschaft auch schon so eingestellt haben. Gerade wenn man immer die Erinnerung hochleben mag, wie es vor der zweiten Bye-Week der Raiders ausgeschaut hat. Oh, denn das ja. Sind zwei unterschiedliche Mannschaften. Das sind unterschiedliche Teams, die hier auf dem Platz stehen. Ziemlich düster, aber vor allem, was ich noch bitte anmerken möchte, ist, spätestens jetzt, da wo kein Passing-Game vorhanden ist, wäre es eigentlich sinnvoll, den Backup-Quarterback rauszubringen, zumindest das Head-Coach. Mal schauen, ob er das überhaupt macht, ob das considered wird. Von den Raiders-Seiten meinst du jetzt, ne? Nein. Oder von den Jets? Von den New York Jets. Von den New York Jets. Vielleicht macht der Coach der Jets das, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Wir gehen eben in einer kurzen Halbzeitpause, während hier da unten ein bisschen
Interviews stattgefunden werden, zumindest Analysen. Wir brauchen sowas nicht. Unsere Analyse haben wir gerade schon gegeben. Wir sind einmal in einer kurzen Werbepause und melden uns dann gleich wieder zurück, pünktlich zum Kickoff der zweiten Hälfte hier in der AFC Divisional Round aus dem Meadowlands Stadium in New Jersey. If your parents can't afford $30,000 for college, ask your uncle. The new Montgomery GI Bill plus the Army College Fund. $30,000 for college. Call your recruiter to find out how to qualify. Zurück in Meadowlands Stadium. Es ist ein gutes Wetter, ein bisschen frisch, aber doch im American Football gibt es hier keine Absagen wegen schlechten Wetters. Die Sonne scheint, das trübt so ein bisschen, beziehungsweise das wärmt so ein bisschen auf. Wir haben sowieso eine warme Kommentatorenbox hier, zum Heizung funktioniert. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. In Kalifornien brauchst du nämlich keine Heizung. So, First and Ten, es ist Raiders Ball und Hasetler will mal selber für ein paar Yards laufen. Am Scramblen, wie ein Profi, kannst du sagen, bis er dann vom Inside-Linebacker Paul Frays gesackt wird. Somit allerdings auch zum Glück nur ein 3-Yard-Raumverlust. Ja, da gibt es jetzt einen Handoff, Second Down and 13, ist gut für 6. Und die nächste Third and Medium Situation diesmal. Hasetler steht sehr weit hinten. High Snap. Es muss geguckt werden. Er hat sehr viel Freiraum und läuft mal selbst die Yards. Läuft auch sogar out of bounds, um auf Nummer sicher zu gehen, dass auch keine Verletzung hier davongetragen wird. Keine Verletzung. Sich und den Quarterback zu schützen. Das wollen wir auf keinen Fall. Nicht in dieser Phase der Saison. Generell nicht in der Postseason. So, nächste First Down. 5-Yard-Gewinn für die Offense gestern Green. Second and 5. Man ist tief im Jets Territory. Na, fast. Also, man ist ungefähr auf der Mittellinie, aber immer noch in der eigenen Hälfte. Aber mit dem nächsten Pass oder mit dem nächsten Lauf. Gaston Green kann durchaus. Nein, ja, los wahrscheinlich. Ein Jahr Raumverlust geben, aber ich sag mal so, die Raiders machen das gerade klug. Die betreiben jetzt schon sehr früh Clock Management. Man hat sehr viel Vertrauen in der Defense. Und der war aber komm, halt der. Den musste eigentlich catchen. Ethan Horton, der Tight End, konnte den Ball nicht festhalten, beziehungsweise da gab es ein Missverständnis. Deswegen muss der Ball gepuntet werden. Jeff Gossett, der Leading Punter in der NFL, der geht durch die Stange durch in die Zuschauer rein. Ist auch hier automatisch ein Touchback an der eigenen 20 für die New York Jets. Und eine Chance für die Jets, mit dem nächsten Drive das Spiel wieder spannender zu machen. First and 10. Der Boomer. Incomplete. Wurde sogar unter Druck gesetzt von dem Outside Linebacker da hinten. Und die New York Jets warten immer noch gespannt auf den ersten kompletten Pass. Wieder ein Toss auf Brad Baxter. Zumindest das Running Game funktioniert ansatzweise in dieser Woche bei den Mannen aus New York. Das funktioniert aber wirklich total gut. Die ja mittlerweile Bragging Rights auch haben hier in der New York Metropolitan Area und auch in der Umgebung, weil die Giants es ja nicht geschafft haben. Da ist der erste Complete Pass von den New York Jets, Chris Burkitt. Für 29 Yards. Und man ist im Raider Territory. First and 10 an der 43. Und an der Mittellinie wird er wieder gesackt. Von wem natürlich? Von niemand geringeren als Howie Long. Eine Raiders-Legende wird nach dieser Saison seine Karriere beenden. Einer der letzten, wahrscheinlich auch in der Mannschaft, glaube ich, der einzige verbleibende Super Bowl-Sieger gegen die Redskins. Und das ist auch mal ein schöner Lauf von Johnny Johnston. Ist er durch die Verteidiger und an den Mannen vorbeigedüst. In die Endzone, in die Goal-Line. An der Goal-Line ist man fast First Down and 6 hier. Also quasi für uns heißt es First and Goal. Und Johnny Johnston nach rechts. Das ist ein Touchdown für die Jets. Sieht weniger übel aus. Und es ist noch ein Two-Score-Game jetzt geworden. Zwei Touchdowns und die Jets sind am Führen. Es ist nicht unmöglich. Aber dafür muss man unbedingt so früh und so schnell wie möglich Turnovers forcieren, aber gegen die beste Defense in der NFL wird das
eine Mammutaufgabe. Aber wirklich. Und vor allem... Ah, wir sehen jetzt mal einen guten Punt-Return, gestoppt an der... Ja, es ist ein netter Punt-Return hier von Alexander Wright, dem eigentlichen Wide Receiver der Raiders und so ein Backup-Wide Receiver für Tim Brown und James Lofton. Entschuldige, vorher Kickoff-Return natürlich. Und ja, stimmt, Kickoff, richtig. Manchmal vertut man sich in der Hitze des Gefechts und wir befinden uns jetzt im finalen vierten Quarter. Ich drehe mal so ein bisschen die Heizung runter, denn mir ist das auch gerade so ein bisschen zu warm hier in der Kommentatorenbox. Es ist mollig gemütlich, aber es ist zu warm. First and 10, Play Action Fake, Horst Hitler muss sich umentscheiden. Im letzten Moment bekommt ihn der Druck, aber hier zum Glück nur ein Passblock und keine Interception, die er hier frisst, die er schon lange Zeit nicht mehr gefressen hat. Also für Haas an sich eine mehr oder weniger solide erste Saison bei den Raiders. Die Hoffnung ist groß auf mehr in den kommenden Jahren. Ohne Running Back geht er raus. Was macht er? Er läuft selbst wieder für einen First Down. Selbst ist der Mann. Selbst ist der Mann. Selbst ist ein Super Bowl Winning Quarterback, der in seinem alten Wohnzimmer hier ein Feuerwerk ablässt mit den Raiders. Denn wie wir alle wissen, Jeff Hostetler ist ein Super Bowl-Sieger mit den New York Giants gewesen, 3 Jahre zuvor. Die letzten Quarterbacks der Oakland Raiders bzw. LA Raiders waren alle Super Bowl-Sieger. Steve Smith, complete! Und der wird noch seinen Mann los! Broken Tackle! Und das müsste das Game sein. Steve Smith, der Running Back, mit einem Touchdown für die Oakland Raiders und es steht 30-14. Das muss es jetzt eigentlich gewesen sein. Das muss das Championship Game für die Silver and Black sein. PAT ist gut. Und wieder ist es ein 3-Score-Game in 3 Minuten. Das wird schwierig für die Jets. Wenn nicht sogar unmöglich, wenn man sich den Timer da oben anschaut, wie schnell der eigentlich runtertickt hier in diesem Game. War 1969 oder war es 1967 nicht das Heidi-Game zwischen den Raiders und den New York Jets, wo die Raiders 3 Touchdowns in unter 2 Minuten aufgeholt haben? Das kann gut möglich sein. Müsste man nachher nochmal schauen, jetzt in der Pause, wenn wir runterfliegen zum Super Bowl Stadium, zum Georgia Dome nach Atlanta, wo die Super Bowl, die Redding Super Bowl Champions uns erwarten! Derek Hoskins! Der Strong Safety und das ist definitiv das Game. Also 3 Minuten vor Ende, kannst du das jetzt sagen mit dieser Interception? Put the final nail in the coffin. Das wird nichts für die Jets in dieser Saison. Hat die Hoffnung vorher noch nicht gelebt, ist jetzt definitiv tot. Ein glücklicher Moment für alle Raiders-Fans, aber ein trauriger Moment für alle New York Jets-Fans. Auf jeden Fall. So, auch hier wieder, um nochmal richtig Salz in die Wunde zu streuen. Der nächste Touchdown. Und wieder war Tim Brown völlig frei. Da war kein Cornerback in auch nur ansatzweise in der Nähe. Und auch er hat seine 150 Receiving Yards jetzt komplett mit seinem zweiten Touchdown an diesem heutigen Tag, an diesem erfolgreichen Tag für die Raiders. 38-14. We're flying high again. Und 7 Yard Return. Man versucht noch einmal Punt Returns bzw. einen Kickoff Return hinzulegen und alles noch auszuspülen, was es nur geht, aber man scheitert kläglich daran. Winston Moss. Der nächste Sack. Winston Moss. Zwei Minuten 14, den wir anscheinend nur mal so vor, ja, was soll ich sagen? Ja, raus bloß aus der Endzone heißt es für die Jets nicht. Oh. Noch einen Safety und die 40 Punkte ranzulassen. Aber immer noch ein einigermaßen decent Carry zum Abschluss hier in der 2-Minute-Warning. Das Game ist gegessen. Die Fans
verlassen schon den Scharen das Stadion. Man ist enttäuscht. Man hat eine sehr gute Regular Season gehabt. Kommt hier nochmal ein Touchdown zustande. Johnny Johnson, es kommt nochmal ein Touchdown. Retribution ist das lediglich nur noch für die New York Jets. Man versucht nur das Beste rauszuholen und ja. Amen, drei Touchdowns gegen die beste Defense der NFL. Gegen die beste Defense der NFL. Das letzte Mal hat das nur die Buffalo Bills geschafft vor ein paar Wochen. Bei diesem wunderbaren Schneegame. Ah, genau, erinnere mich, das Schneegame, ich glaube sogar das einzige Schneegame, was wir überhaupt gesehen haben in der NFL. Genau. Richtig. Hier bei Tecmo Super Bowl. Und es wird die erste Conference Championship Game für die Raiders werden seit 1990. Und die Chance, auf jeden Fall in den Super Bowl einzusehen, die lebt. Aber gegen wen wird es dementsprechend gehen? Wird es wieder gegen die Buffalo Bills? Oder gegen einen argen Division-Rivalen in den Kansas City Chiefs? Das werden wir später noch zu Gesicht kriegen in einem weiteren Part. Werden hier nochmal die 40 Punkte doch rausgeholt? Nein, man ist zu gütig. Man läuft, Hossettler läuft nochmal ein paar Yards. Und das ist das Game. Zum ersten Mal seit 1990 stehen die Los Angeles Raiders wieder in einer Conference Championship. Und das war mehr als verdient und es ist auch ein wirklich dominantes Auftreten der Raiders gewesen. Und finde ich bisher die beste Saisonleistung der Silver and Black bisher. Und wahrscheinlich ja die beste Leistung vom Running Back der New York Jets, von Johnson. 8 Carries für 164 Yards. Auch da, Chapeau, das Running Game hat funktioniert, das Pass Play, das war galant für den Arsch, kann man quasi sagen. 29 Yards bei 25% Completion Rate mit einer Interception dabei. Aber na gut. There is wie die Chicago Cubs Fans, die mögen mich jetzt mit Fackeln und Mistgabeln jagen, wenn ich sage, there is always a next year. Das gleiche kannst du eigentlich auch für die Raiders sagen. Die jagen ja auch schon seit 35 Jahren Super Bowl hinterher. Ich glaube, manche Mannschaften aber noch länger, also. Aber manche ja. Mannschaften auch noch länger, ja, aber. Wie gesagt, there's always a next year. Bei den Cubs hat es 108 Jahre gedauert bis zum Gewinn der World Series. Aber die New York... Das war das... Also ich wollte nur sagen, New York Jets haben am wenigstens noch einen Super Bowl gewonnen. Genau, damals in den 60ern, das war der dritte Super Bowl. Joe Namaths große Klappe, sein großes Versprechen, das er auch eingehalten hatte, mit den Jets den Super Bowl zu gewinnen. Bis heute der einzige Super Bowl-Sieg eben für Gangrene. Das war's von hier aus East Rutherford, New Jersey. Wir fliegen ganz schnell runter in den Georgia Dome nach Atlanta, wo der Super Bowl stattfinden wird und wo die Dallas Cowboys in ihrem zweiten Wohnzimmer quasi üben dürfen, sich vorbereiten dürfen. Wären da nicht die Atlanta Falcons, die da noch einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Chris Miller is on fire. Eric Dickerson, Drew Hill, Andre Rison. Sie haben alle haben Bock, in das Championship Game einzuziehen. Ich glaube, das wäre sogar das erste Championship Game für die Atlanta Falcons. Wenn ich mich nicht alles täuscht, zu der Zeit hatten sie bisher noch nie ein Championship Game erreicht. Wie gesagt, wir machen uns auf den Weg nach Georgia, in den Georgia Dome, nach Atlanta. Wir machen eine kurze Werbepause und sind dann bei den Cowboys-Falcons Game in der NFC Divisional Round wieder für euch dabei. Sports Illustrated just opened a new store right in your own living room with a large selection of the newest, hottest, and most unique sports merchandise and entertainment releases. At the Sports Illustrated store, you can get the best sports videos like Michael Jordan Airtime. Plus quick access to championship tapes featuring the Super Bowl, the NBA Finals, the Final Four, and the World Series. There's also high-quality, authentic sports merchandise, the real stuff from NFL Pro Line, NBA Authentics,
and Major League Baseball's authentic diamond collection. Our sports collectibles feature the original 1954 first issue of Sports Illustrated, as well as signed SI covers from some of the biggest names in sports. Plus, there's also the latest SI book releases. It's sport shopping the easy way. Just look for our product inserts or our Sports Illustrated store ads in the pages of SI. To order, call toll-free 1-800-274-5200. Es ist die Stunde gekommen. Werden die Falcons hoch hinausfliegen oder werden die Cowboys endgültig den Vogel abschießen? Wir sind in Georgia Dome, das zweite Zuhause eigentlich für die Dallas Cowboys. Man hatte ja schon im vergangenen Saison den Super Bowl hier gewonnen gegen die Buffalo Bills. Nun möchten sie wieder hierhin und sie haben High Hopes. Hier mit einem 11-5 Record sind sie in die Divisional Round gegangen als einer der beiden besten Division-Sieger im Playoff Bracket. Und die Cowboys, die reigning and defending Super Bowl Champions, die werden auch anfangen mit dem ersten Drive hier. First and 10 Cowboys. Troy Aikman geht mit zwei Running Backs raus. Es ist ein Handoff. Ungefähr ein Yard gut auf Daryl Johnston. Und weiter geht's mit Second and 8. Und da kommt kleine Brötchen backen. So, vier. High Snap. Kleine Brötchen Aikman backen. Wartet lange. Jay Novacek, der Tight End in the intended target auf der Position des Wide Receivers. Allerdings incomplete und die erste Third Down and Long Situation für die Cowboys. Für America's Team. So, Aikman throws complete auf Alvin Harper. Die erste Pass Completion hier für die Cowboys. Man, wie gesagt, man backt hier kleinere Brötchen. Man fängt nicht all ganz blazen an, wie die Raiders es getan haben gerade eben gegen die Jets. Man muss sich so langsam einzuarbeiten, aber hier, guck mal, Emmitt Smith schon mal für 9. War sogar für 10 Yards, der war über der Markierung sogar. Man ist im Falcons Territory. Man versucht hier, sie alles so zu entwickeln zu lassen und verpackt, wie du schon gesagt hast, eben wirklich kleine Brötchen. Die Cowboys, die hatten mehr oder weniger schon in dieser Season gestruggelt, zumindest die Matches, die wir gesehen haben in den Übertragungen, die wir ausgewählt haben, wo die Cowboys partizipiert haben. Das war nie besonders dominant und auch nie wirklich überzeugend gewesen. Ich kann mich noch an das Spiel in der Woche 2 gegen die Buffalo Bills erinnern, wo du deine Einstand hattest. Achtung, Broken Tackles. Soweit das Auge reicht, Emmitt Smith, wird er den auch noch los? Nee, wird er nicht ganz. Da kommen noch 2-3 Defender mit hinter dabei. First and Goal für die Cowboys. Der Touchdown ist lediglich nur noch eine Frage der Zeit. So, Handoff auf Emmitt Smith, da ist er. Über links geht er raus in die Falcons Endzone und das ist ein Touchdown, Dallas. Und natürlich für Emmitt Smith, er darf sich natürlich wieder einen Touchdown in seine Stats eintragen lassen. So, der Kick, Lynn Elliott, der Point after Touchdown ist gut. Emmitt Smith, ein Name, der außerordentlich Klang hat in der NFL. Er ist ja immerhin der All-Time-Leading-Rusher in der Geschichte der NFL. Und das, was wir hier sehen, auch schon virtuell, was wir hier zu Gesicht bekommen, das wird uns immer klarer, warum er als einer der besten Rusher aller Zeiten gilt. Nachdem wir, was wir hier gesehen haben, ist es ja schon wirklich. So, jetzt mal der erste Drive. Und die Starters müssen direkt antworten. Handoff auf Eric Dickerson, aber der war sofort gestoppt worden von den Cowboys. Third down and 6 für die Atlanta Falcons, die vorher noch in keinem Championship Game in ihrer Franchise-Historie gestanden haben. Eric Dickerson wieder. Diesmal geht er durch für 8 Yards und ein weiteres First Down.
Aber es ist schön zu sehen, dass die Dallas Cowboys wieder zu ihrer alten Stärke zurückgefunden haben. Nachdem sie in den Aber das haben sie auch gebraucht! Wow! Das hättest du nicht sagen sollen! Michael Hayes ist offen! Aber die Defense hat das schnell genug gemerkt. Man ist tief in der Endzone. 49 Yard Gain für Michael Haynes hier. Für die Falcons eine sehr gute, exzellente Field Position sogar. Um hier zu antworten. Chris Miller throws complete. Touchdown Atlanta. Und Drew Hill trägt sich ein in die Falcons Geschichte mit einem Touchdown gegen die Super Bowl Champions. So, Point after Touchdown. Norm Johnson, der Kick ist gut. This game is tied, ladies and gentlemen, hier im Georgia Dome. Hier im ersten Viertel geht es auch direkt wieder los wie die Feuerwehr. Die Cowboys legen vor, die Falcons antworten im großen Stile. Und wir haben wieder ausgeglichenes Game und es besteht wieder die Chance für beide Teams, dass sie advancen können in das Conference, ja, Championship Game. First and 10, Cowboys Ball. Daryl Johnston wird gestoppt. Ist nur gut für ein Yard. Second and 8. Aus der Gun. Aikman, links. Michael Irvin ist complete und ist völlig frei. Läuft bis an die 34-Yard-Linie ein. Gutes Play von Troy Aikman, 43 Yards. Auf das Konto, aufgestempelt. First and 10, high snap, wieder sind vier Receiver frei. Wieder versucht er es auf Michael Irvin, das hat ja gerade eben schon funktioniert. Diesmal war er in Coverage und auch incomplete. Nächster Versuch. Also Troy. Aber check, der ist complete. Das ist ein First Down in der Red Zone der Falcons. Pierce Holt versucht dann noch den Ball irgendwie auszuschlagen, aber der Titan hält den bombenfest, deswegen auch. Weiter geht's aus der Strong Formation und ja, definitiv ein Touchdown. Yo. Touchdown ist noch einmal aus der Endzone rausgegangen. Das sah mir ganz nach einer Curl Route aus für die Football-Experten unter euch. Könnt ihr mich wissen lassen, war es eine Call-Route von Alvin Harper, die er da gelaufen ist. Einmal kurz in die Endzone rein, dann wieder raus. Ich glaube, es war sogar Comeback-Route. Einmal rauf, dass du, denkst, ja, dass du vertical laufst und dann laufst du aber wieder zurück. Und so kannst du Defender austricksen, die in Man-Coverage sind. Hat in diesem Falle ja mehr als gut funktioniert, auch wenn kein Verteidiger bei Alvin Harper weit und breit zu sehen war. Dafür bist du ja hier für die taktische Analyse. Ich versuche hier nur die Unterhaltung beizudienen. So, First and 10, Falcons. Chris Miller steht sehr weit hinten. Das sind gute 7 Yards. Und weiter geht's mit dem Scramble. Findet selber eine Lücke in der D-Line, die er durchsticht. Just shy of the first. Ein Yard hat gefehlt. Diesmal geht er mit dem Running Back raus. Für diesen einen Yard, Eric Dickerson, der ist gut für den First Down. Und es geht kontinuierlich weiter beim Atlanta Falcons Drive. Also es könnte tatsächlich noch werden. Beziehungsweise ja, vor allem, weil sie in der nächsten Hälfte in Ballpossession kommen. So, den wird er gerade los. Chris Miller, der ist antizipiert. Der war wahrscheinlich zu antizipiert und zu hektisch geworfen. Da ist er katastrophal unter Druck gesetzt worden, versucht den Ball so schnell wie möglich loszuwerden. Aber der landet fast in die Arme eines Cornerbacks der Dallas Cowboys. Glück im Unglück für die Falcons. Third down and one jetzt anstatt einem First and Ten für die Cowboys. Kann man immer noch zufrieden sein, dass man noch im Ballbesitz ist. Für ein Yard. Man macht es wieder. Und das ist auf jeden Fall eins. Two-Minute Warning. Wir sind in der Two-Minute Warning. Können die Falcons hier Kapital schlagen aus diesem Ballbesitz, aus diesem Drive? Können sie hier mit 7 rausgehen, um dann die zweite Hälfte zu starten? Das wäre zumindest schon mal Gewinn, wenn sie mit 3 rausgehen würden. So, wieder unter Druck. Ball ist vielleicht sogar tippt, aber der ist egal. Der ist complete. Mike Pritchard. First down.
Boah, das, was sie jetzt nicht dürfen, ist ein, das Timeout. Ich weiß nicht, ob das unbedingt eine gute Idee war. Jetzt der Dash. Er ist ein bisschen zu weit oben auf dem Feld, um einen Timeout zu nehmen. Finde ich jetzt. First and 10. Incomplete. Zeit wird allerdings trotzdem bei einer Incompletion oder bei einem Drop Pass wird's angehalten. Eben, und das ist... Wieder steht er sehr weit oben. Wieder die 7 Yards. Chris Miller rechts. Achtung, der Ball ist complete auf Eric Dickerson für 9 Yards. Es fehlt aber immer noch einer. Es fehlt immer noch einer. Der wurde jetzt aber ziemlich eng in die Coverage geworfen. Und man versucht... Läuft er in die Endzone? Er läuft nicht in die Endzone. Man muss jetzt noch schnell irgendwie... Field Goal. Ist keine schlechte Idee, zumindest hier mit 3 Punkten runterzugehen. Man hat keine Timeouts mehr, wo man sich noch durchsprechen kann. Deswegen das Field Goal. Der Center Kick ist good. Und man startet auf jeden Fall mit dem Ballbesitz in der zweiten Hälfte. Man hätte vorher nicht die ganzen Timeouts verbrauchen dürfen. Man hätte es vorher nicht, genau. Also, das war vielleicht so ein bisschen zu unüberlegt, aber nun gut. Es ist noch alles offen für die Atlanta Falcons, hier die Super Bowl Champions zu typieren, während der Zeppelin, der Football Blimp hier über den Georgia Dome fliegt und der Clown uns eine gewisse Unterhaltung beschert. There you go. Schauen wir uns mal die Statistiken an, wie es gerade ausschaut hier. Es ist ein ausgeglichenes Game. Das sehen wir an den Stats. Derjenige, der wirklich am Scheinen ist, so wie immer, der Running Back der Cowboys, Emmitt Smith. 5 Carries für 54 Yards. Unter anderem auch ein Touchdown erzielt, den ersten, den wir in dieser Partie gesehen haben. Jetzt kommst du ins Spiel. Was erwartest du? Können die Falcons weiter dieses mehr oder weniger kluge Playcalling beibehalten und vielleicht so die Cowboys stürzen? Also möglich ist definitiv alles. Aber wenn die Dallas Cowboys wieder in Possession kommen, ist es definitiv wieder ein Touchdown. Weil bis jetzt da hat Emmitt Smith alles niedergerannt. Das muss die D-Line, generell die komplette Defense der Falcons versuchen, eben jenen Emmitt Smith zu stoppen. Ansonsten wird es nicht gut Kirschen essen mit ihm und mit den Cowboys. Wir melden uns gleich wieder zurück aus dem Georgia Dome. Wir geben noch einmal zum letzten Mal in dieser Episode hier in einer ganz kurzen Werbepause, sind dann gleich wieder da, pünktlich zur zweiten Halbzeit in diesem AFC Divisional Playoff. They stole Aikman's brain. It's in Troy Aikman NFL football from Trade West. So now you can play the way Troy plays with Troy's own favorite plays. Call Troy's two-point conversion. Use Troy's exclusive general manager screen to build a Super Bowl champion. They stole Aikman's brain. It's in Troy Aikman NFL football at Kmart. Who would do such a thing? Zurück in Atlanta, Georgia, zurück beim NFC Divisional Playoff, die Dallas Cowboys gegen die Atlanta Falcons. Die Falcons hier im Vorteil, sie sind mit einem Field Goal in die Halbzeit gegangen und können mit einem Touchdown in Führung gehen und die Cowboys mal so richtig unter Druck setzen. So wie hier der Sturm auf Chris Miller, Robert Jones, der Inside Linebacker, direkt mal beginnen die Cowboys mit einem Sack. Die zweite Hälfte. Second down and 18. Die 7 Yards, die Chris Miller ohne Running Back dahinter steht. Und die Cowboys Defense scheint on fire zu sein. Zuerst der Sack, jetzt der Pass Block und jetzt der Third Down Conversion mit 18 Yards. Also. Ein Pass wird hier antizipiert. So, Chris Miller. O-Line tut ihr Bestes, aber im entscheidenden Moment, gerade wo ich jetzt sage, geht sie ein. Jim Jeffcoat, der Defensive End und der erste Drive der Falcons, der verpufft. Punt kommt auch sogar aus der Endzone. Obwohl jede Possession hier zählt, punten sie und ja, sie haben ja keine andere Möglichkeit. Ich würde es jetzt noch nicht riskieren, bei 4th down and 27 auf gar keinen Fall. Na. Nicht
zu dem Zeitpunkt, wo die Falcons sich befinden. Es kann ja noch alles passieren. Sie sind noch gut im Rennen hier. Während die Cowboys jetzt ihren ersten Drive beginnen in der zweiten Hälfte. Michael Irvin wieder gegen Pierce Holt und gegen Deion Sanders. Aber der ist trotz alledem complete. Deion Sanders ist einiger der wenigen, die Football und Baseball spielen. Und zwei sind frei. Jay Novacek, Touchdown Dallas. Deion Sanders wieder, um an das Gespräch anzuknüpfen von dem kleinen Kasten. Ein Spieler fällt mir sowieso auch nochmal ein. Ein ehemaliger Running Back der Raiders, Bo Jackson. Der hat übrigens auch Baseball gespielt. So. Cowboys up front mit 11 Punkten gehen sie hier in Führung, beziehungsweise bauen sie ihre Führung aus. Es ist ein Two-Score-Game für die Falcons und es müssen auf jeden Fall zwei Touchdowns her. Mit einem Field Goal kannst du hier nicht hingehen. Ein Field Goal ist hier definitiv wertlos. Also jetzt Chris Miller wieder 7 Yards. Vom Center weg, der geht bis an die Grundlinie, komplett auf Michael Haynes und der kann ein bisschen laufen. Es hätte vielleicht kriegt allerdings keine Unterstützung. Genau, es hätte vielleicht geholfen, wenn seine Buddies bzw. Wide Receiver angefangen hätten zu blocken, aber gerade der, der da stand und ihn wahrscheinlich angefeuert hat. Go, Michael, go! Du schaffst da hätte das er schon, wirklich Junge. Den einen. Das schaffst du schon, Junge. Da hätte er wirklich einen Block da hinsetzen können, einen Monster-Block, um den Michael Haynes dann wirklich den Freiraum zu geben. Das mag Gesprächsstoff geben für die Zukunft. So, der nächste Passversuch. Incomplete, third and long für die Falcons an der Mittellinie. Chris Miller. Throws. Incomplete. Und in den einzigen Receiver, der in Coverage ist. Also, ab dem Punkt haben es die Dallas Cowboys mehr verdient zu gewinnen als die Atlanta Falcons. Oh, wir haben aufgrund des klügeren Play Calling! Der Punt ist geblockt! Der Punt ist geblockt! Russell Maryland, der Defensive Tackle, beschert den Cowboys eine exzellente Field Position für diesen Drive. Man ist im Falcons Territory und man kann hier quasi den letzten Nagel im Sarg hauen für die Falcons hier. Aber dafür muss dann auch eine Sternstunde landen, so wie hier. Drei Receiver sind frei, allerdings geht der Screen Pass auf Darrell Johnston hin? Das hätte man wirklich besser lösen können. An der Stelle von Troy Aikman hier. Er passt nur auf seine Checkdown-Route. Achtung, Achtung, der geht weit, der geht weit! Oh, incomplete. Ganz knapp, ein Schritt zu langsam. Michael Irvin. Und es wird ein Field Goal gekickt. Also in ungefähr 50 Yards. 30, 11 und 7, ja, 48 Yard Field Goal und der ist no good. Haben die Atlanta Falcons aber noch mal Glück gehabt und bekommen eine neue Chance. Man bekommt eine neue Chance. Glück im Unglück für Atlanta. 10 Sekunden sind es noch hier im dritten Viertel und es ist ein Falcons Ball. Da sehe ich schon 2, 3 Receiver. Chris Miller wird den Ball los auf Eric Dickerson. Der ist complete und geht noch für 10, 15 Yards mehr raus. 25 Yards insgesamt. Kommen drauf und mit einer Two-Score-Lead gehen die Cowboys hier in die letzten 5 Minuten in dieser Partie. Ich liebe es, dass die Dallas Cowboys in jedem Quarter 7 Punkte erzielen. Auf jeden Fall. So, der nächste Sack gegen Chris Miller. Jim Jeffcoat wieder. Mit seinem zweiten Sack of the day hier, der Defensive End. Man schreibt sich ein. In second and 18. Ich glaube, das haben wir heute schon mal gesehen. Chris Miller throws complete auf Michael Haynes, aber es sind nur 6 Yards. Bleibt bei einem Long. Third down und 12, nicht unmöglich zu konvertieren, aber ist auf jeden Fall schwer. Guck mal. Michael Haynes, aber der Ball geht auf Eric Pritchard. Es ist ein First Down zumindest. Und man ist in der Red Zone der Cowboys. Also noch ist hier nichts gegessen.
trotz diesem Two-Score-Deficit, den die Falcons hier hinterher rennen müssen. Oh. Brutal hit. Third time's the charm. Jim Jeffcoat. Also man hat jetzt gedacht, ja, gehen wir das Risiko ein, blitzen wir einfach alles, was wir haben. Das hat dementsprechend auch eine Belohnung nach sich getragen. So, Eric Dickerson geht für 7 Yards. Man hat das gerade eben schon gehabt. Third and long, third down and 11 diesmal. Chris Miller beim Snap am Center. Guck mal rechts auf Drew Hill. Jawohl, ja! Da ist der Touchdown für die Falcons. Drew Hill mit dem zweiten Touchdown an diesem heutigen Tag. Und es sind wieder die Chancen in Reichweite für die Mannen aus dem Süden. Für diesen Südstaaten-Duell, kannst du quasi sagen. Wer ist der bessere Süden, beziehungsweise der bessere Staat? Georgia? Onside-Kick, aber der landet direkt in die Arme von Troy Aikman, der sich damit aufgestellt hat. Chapeau, chapeau. Also Risiko geht der Mann ein, definitiv. First and 10. Oh, dass wir einen weiteren Playoff beziehungsweise Super Bowl gewinnen. Ja, die Cowboys sind ja nicht ohnehin die größten Favoriten da drauf auf den Super Bowl zusammen mit den Buffalo Bills. Mittlerweile kannst du allerdings auch die LA Raiders mit da reinpacken in diesen Pool. Der Favoriten Emmitt Smith, First Down. Man kann das eigentlich hier in Ruhe runterspielen. Und die Falcons, so, die verschwenden ihre Timeouts vor der Two-Minute Warning noch. Sie haben keine andere Möglichkeit mehr. Vor allem, wenn sie jetzt die Timeouts verschwenden, haben sie dann, wenn die Two-Minute-Warning kommt, nur extra Timeout. So. 2:05 sind es noch. Es ist ein Second Down. Second and 10. Troy Aikman aus der Gun. Play Action Pass auf Michael Irvin. Der ist geblockt. Wir sind jetzt in der Two-Minute-Warning. Und es ist ein Third Down für die Dallas Cowboys. Ein Touchdown und das Game ist entschieden. So, Emmitt Smith über links. An 2, 3, 4, 5 Leuten vorbei. Und das ist das Game. Und das ist eine Teilnahme, eine weitere Teilnahme im NFC Championship Game für die Dallas Cowboys. Emmitt Smith mit seinem zweiten Touchdown an diesem heutigen Tage. Dieser Mann ist Gold wert für die Cowboys. Du hast es gecallt, Mr. Wildstyle, und hier ist es eingetreten. Der weitere Touchdown. Die linke Seite wurde völlig exposed von den Falcons. Das macht eben auch einen guten Running Back aus. So, der Kick jetzt, oh, der Return. Guter Return hier von, Lynn Elliott. Da war ich in der falschen Liste drin. Na gut, 46 Yard Return. Nicht schlecht, kommt allerdings ein bisschen spät. Eric Dickerson geht nochmal durch. Ein Touchdown haben sie noch. Die Zeit läuft runter, das Ding ist gegessen. Es bleibt weiter dabei. Bis zum Jahre 1998 werden die Falcons es nicht schaffen, in einem NFC Championship Game teilzunehmen. 1998 war ehrlich gesagt irgendwie so verschwendete Season der Atlanta Falcons. Aber man ist trotzdem im Super Bowl eingezogen. Aber es wird, glaube ich, sogar als einer der schlechtesten Super Bowls aller Zeiten bewertet. Ich glaube, ist sogar nicht darunter der Denver der Super Bowl von 2015, wenn die Denver Broncos gegen die Carolina Panthers gespielt haben. Boah, das ist eine gute Frage. Aber immerhin, das Game ist vorbei. Es ist ein attraktives Divisional Playoff Game gewesen. So wünsche ich mir das für die Postseason. Spannende Matches, die wir hier in Hülle und Fülle sehen eigentlich. Mal schauen, beide Quarterbacks mit ihrem Game wirklich voll da gewesen. 151 Yards für Aikman, 210 für Chris Miller. Auch Michael Haynes, der empfiehlt sich weiter für eine Teilnahme im Pro Bowl vielleicht. Vielleicht sehen wir ihn dort wieder, je nachdem, wie es mit den anderen Receivern ausschaut, dann dementsprechend.
Aber soll es gewesen sein. Die Falcons bzw. die Cowboys. Für sie ist es nur noch ein Game, um hier wieder hinzukommen nach Atlanta zum Super Bowl. Der Gegner für die Cowboys wird dementsprechend im nächsten Part ermittelt, wenn wir die zweite Runde an Divisional Round Matches haben. Wir fangen wieder natürlich ganz klassisch an mit der AFC und suchen den Championship-Gegner der LA Raiders. Werden es die Kansas City Chiefs mit Joe Montana oder Jim Kelly und die Buffalo Bills, die es längst überfällig haben, einen Super Bowl zu gewinnen? Das zweite Match in der NFC und dementsprechend der Gegner für die Cowboys wird dann ermittelt zwischen den San Francisco 49ers und den Green Bay Packers um Brett Favre. Tollen Part, tollen Football haben wir hier heute gesehen. In LA, beziehungsweise, nein, nicht in LA, aber in New York, beziehungsweise in Atlanta, hier an der Ostküste, runter zum Süden. Das ist ein guter Weg. Das ist ein sehr guter Weg. Das soll auch Optimismus und Selbstvertrauen für die Raiders geben, wenn es dann dementsprechend wieder gen Osten geht. Entweder geht es nach Buffalo, New York oder nach Kansas City, Missouri. Wir werden es sehen im nächsten Part von Tecmo Super Bowl. Hast du noch irgendwas zu sagen? Also, es ist eine spannende Saison, immer noch, weil wir befinden uns ja noch in den Playoffs und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Nicht nur du, ey. Nicht nur du. Das soll es erstmal von uns gewesen sein aus Atlanta. Wir werden uns auf jeden Fall hier wieder beim Super Bowl sehen. Wer allerdings teilnimmt, das werden wir noch in den nächsten Tagen und Wochen ermitteln. Mein Name ist Mr. Wildstyle. Ich sage tschüss, see y'all und bis zum nächsten Mal bei Tecmo Super Bowl.